Ja, recht schönen guten Tag zusammen. Herzlich willkommen zum ersten oder zur Pilotfolge unserer Webinarserie Aktien Research aus dem Bernsteinzimmer. Mein Name ist David Hartmann. Ich bin Produktmanager bei der Bank von Tobel Europe AG, dort zuständig für den Vertrieb von Anlage- und Hebelzertifikaten in den Märkten Deutschland und Österreich. Und an meiner Seite ist heute Andreas Bernstein. Hi Andreas, grüß dich. Magst du dich auch kurz vorstellen? Ja, hallo David, dir muss ich mich nicht vorstellen, wir kennen uns ja schon seit vielen Jahren. Das stimmt. Ja, tatsächlich bin ich auch schon seit mehr als 2 Jahrzehnten im Internet präsent. Also vielleicht hat der ein oder andere mich auch schon einmal hier wahrgenommen. Ich schreibe seit dem 2000er-Wechsel auf Wall Street Online fast börsentäglich oder habe das in den letzten 20 Jahren getan, über 100.000 Beiträge und mir dadurch auch eine eigene Community, eine eigene Fangemeinde so ein bisschen aufgebaut, die dann vor 2 Jahren in den Livestream-Formaten aufgegangen ist. Also da gibt es einen eigenen Chatraum, da gibt es einen eigenen Livestream, wo wir auch gerade übertragen werden. Wir grüßen mal kurz in die Runde zu Twitch. Bit for Finanzen heißt das ganze Projekt und da befasse ich mich natürlich nicht nur mit dem Daytrading, dem originären Anlageziel, was ich hier verfolge als Trader, sondern auch für den langfristigen Vermögensaufbau mit der Aktienvorsorge und dem Suchen nach spannenden Trends in Aktienmärkten. Und da Trends nie endlos laufen, kann man natürlich auch davon partizipieren, wenn es einen Abwärtstrend gibt, dann wieder einen Aufwärtstrend. Also diese ganzen zwischenzeitlichen Schwankungen am Aktienmarkt auszunutzen, Gewinn bringen, das ist mein Ziel. Das möchte ich auch gerne vermitteln. Und da habe ich heute ein paar schöne Werte mitgebracht. Ja, und da freuen wir uns drauf. Vielen Dank. Ja, genau. Wir haben uns, wie du richtig schon gesagt hast, wir kennen uns schon ein paar Jährchen und haben uns kurz vor Weihnachten zusammengesetzt und haben ein bisschen gebrainstormt und haben gesagt, lass uns doch mal was Neues machen und sind auf die Idee gekommen, eben dieses mittagliche Format jetzt zukünftig anbieten zu können. Bevor der Andreas uns jetzt seine Marktmeinung zeigen wird, kann ich schon ein bisschen spoilern. Es wird wie immer sehr IT-lastig, freue ich mich drauf, es ist immer super spannend. Gibt es auch vieles für mich zu lernen. Bevor du loslegen kannst, Andreas, natürlich noch ein kleiner Gruß von unserer Rechtsabteilung. Was wichtig ist für die Zuschauer, ist eben vor allem die Tatsache, bitte sehen Sie das heute nicht als Anlageberatung, sondern als gewerbliche Veranstaltung. Das ganze Format, das richtet sich an den Selbstentscheider, an der sich eben eine eigene Marktmeinung bildet. Das ist hier lediglich zur Unterstützung und zur Ideengebung. Wenn Sie einen Chart sehen, muss man immer beachten, historische Entwicklungen sind leider kein zukünftiger oder zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Und die Produkte, die wir heute zeigen, die können auch mit Produktrisiken behaftet sein, beziehungsweise sind es immer, falls sie fa schwer zu verstehen sind. Also wenn wir uns ein Produkt später anschauen, dann gehen wir da auch gezielt auf die Risiken ein. Sollte dabei aber irgendetwas nicht richtig verstanden worden sein, bitte vorm Investieren dann immer gerne bei uns anrufen oder eine E-Mail schreiben. Am besten finde ich immer das Telefonat. Das geht unter der 00800 93000 93000. Anrufen, kostenfrei, montags bis freitags zwischen 8 und 18 Uhr. Und dann stehen wir immer gerne mit Rat und Tat zur Seite, weil es ist besser, vorher Ungewissheiten zu klären und das Produkt dann eben richtig zu verstehen, bevor man da investiert und dann erst merkt, dass man es falsch verstanden hat. Wir versuchen es trotzdem jetzt auch im Rahmen dieses Formats natürlich verständlich darzulegen und ja, würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit. Andreas, the stage is yours und ich freue mich schon auf deine Ausführungen. Ja, vielen Dank für das spannende Intro. Das ist natürlich immer wichtig, auch das Risiko hier mit schwingen zu lassen, weil nämlich vom Risiko aus am Ende entschieden wird, ob man tatsächlich eine gute Performance zeigt oder nicht, finde ich. Also viele reden immer über Gewinne und so weiter, aber es geht ja letzten Endes darum, dass man hier auch, jetzt habe ich die Präsentation hoffentlich hier auch mit aktiviert, müsste zu sehen sein. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass man das Risiko so stark begrenzt, dass eben die Gewinne auch übermäßig
für den eigenen Aufbau genutzt werden können. Und wenn du dann eine Aktie hast, die 90% verliert, dann hast du das oftmals nicht kompensiert mit anderen Aktien, wenn es gleichgewichtet ist. Also Risiko immer stark begrenzt. Ich nehme mal meine Kamera raus, und vielleicht nehme auch deine raus, dann wird die Präsentation größer, denke ich. Dann haben wir nämlich hier mehr Platz. Wenn das, genau, dann haben wir das hier alles schön abgedeckt und das Ganze kann ja. Stimmt, stimmt. Machen wir auf alle Fälle. Also, ich jongliere mal ein bisschen hin und her mit der Technik. Also, bei mir bei der Aufzeichnung ist es jetzt raus. Genau, jetzt ganz klein mit dem Fenster. Also, man sieht mich auch. Ich bin weiter hier on stage. Einen eigenen Risikohinweis habe ich selbstverständlich auch, denn das ist nur meine persönliche Meinung und keine Handelsempfehlung, Anlageberatung. Und heute haben wir uns ein Thema rausgesucht, was tatsächlich hier en vogue ist, vor allem in den letzten Wochen sehr, sehr stark an der Börse als der Kurstreiber schlechthin interpretiert wurde von den Anlegerinnen und Anlegern, und zwar die Chipbörse. So ungefähr stellt man sich es ja vor, so ein Computerchip. Und es ist tatsächlich nicht mehr wie früher, dass man die Chips sich in die Hand nehmen konnte. Und da kann ich vielleicht noch mal eine private Anekdote erzählen von mir auf dem Schulhof. Wir haben damals tatsächlich kurz vor dem Abitur untereinander RAM-Chips oder RAM, wie es so schön heißt, also Arbeitsspeicher, getauscht. Ja, 2 Megabyte waren da schon viel. Die wurden dann quasi in Toilettenpapier oder Küchentuch eingewickelt, dass sie nicht schmutzig werden. Und die wurden dann getauscht. Das war sozusagen, für andere gab es früher Zigaretten als Einheitswährung. Bei uns waren es eben die RAM-Chips, weil man den Arbeitsspeicher eben braucht im Computer, um letzten Endes ganz viele Rechenleistung parallel ausführen zu können. Und parallel ausführen heißt, dass du zum Beispiel heute ganz selbstverständlich eine E-Mail sofort erhalten möchtest, wenn sie denn kommt. Da hast du dann einen Signalton, also da wird auch die Soundanlage dann mit aktiviert. Du möchtest eine tolle Grafik haben, wenn du zum Beispiel ein Videospiel spielst, aber auch alle Messenger im Blick haben, WhatsApp auf dem Computer zum Beispiel ist jederzeit möglich und. 10 Browserfenster, da wird nicht immer alles neu eingegeben, sondern einfach aufgelassen, und trotzdem soll der Computer flüssig laufen, mit Musik im Hintergrund vielleicht noch oder einem Video in einem kleinen Format. Ja, und dafür braucht es eben logischerweise einen schnellen Chip erstmal, um den Computer zum Laufen zu bringen, aber auch Arbeitsspeicher. Das ist fast noch wichtiger. Oder wie in der Kfz-Werkstatt immer gesagt wurde, der Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, um da mal eine Analogie rüberzuführen. Deswegen widmen wir uns mal dieser Branche, und da gibt es tatsächlich ein ganz klares Ranking bei den Chipherstellern nach Umsatz. Ganz vorn ist tatsächlich der Samsung-Konzern aus Südkorea. Da man hier in Deutschland gar nicht so viel Research darüber hört und da auch nicht so viele Produkte auf die Samsung existieren, wie zum Beispiel auf die anderen nachfolgenden, weil die eben mehr im Fokus der Anleger und Anlegerinnen stehen und auch an der New York Stock Exchange hoch und runter gehandelt werden, also mit die umsatzstärksten Werte sind vom Aktienumsatz her, haben wir uns entschieden, dann die nächsten reinzunehmen. Ich würde mal mit einer Intel anfangen, weil es von der Historie auch ganz gut passt. Die sind sogar älter, die Firma, und die Kollegen dann, die hier genannt wurden, der Gordon Moore und der Robert Noyce, als ich. Also ich bin 77er Baujahr, 1968 haben die tatsächlich schon das Unternehmen gegründet. Also da gab es schon Computerchips, da war ein Heimcomputer, Homecomputer, PC, wie es so schön heißt, noch überhaupt nicht zu denken. Und das Ziel der Firma war es tatsächlich, diesen Arbeitsspeicher herzustellen und weiterzuentwickeln, weil damals schon bekannt war, mehrere parallele Rechenoperationen durchzuführen, ist einfach das, was einen Computer ausmacht. Das erste Produkt war dann tatsächlich eines dieser RAM-Chips. Also vielleicht nicht der, den man hier sieht, aber das sind ja schon neuere. Die waren damals noch viel, viel größer, im Jahr 1969. Der hieß Intel 3101, also Arbeitsspeicher. Da ging es noch gar nicht um die Chips, die den Computer an sich antreiben, sondern erstmal um die Kapazität, die Rechenleistung umzuwandeln. 1970 kam dann der erste SRAM-Chip, und das ist der heute bekannte DRAM-Speicherbaustein. Das kann man auch suchen mittlerweile. Da kannst du bei eBay Kleinanzeigen überall nachsehen. Die kosten mittlerweile gar nicht mehr so viel. Also da kriegst du für 40, 50 € schon etwas. Und damals waren die Preise für die kleinsten Speichereinheiten bei 200, 300 D-Mark verankert. Also auch das ist mittlerweile eine Massenware geworden. Und bis Mitte der 1980er Jahre war das tatsächlich
tatsächlich das Hauptgeschäft von Intel. Und dann kamen ja erst die Personalcomputer auf den Markt und die Konkurrenz ebenso. Und die folgte aus Japan. Deswegen auch ein Punkt, warum zum Beispiel eine Samsung hier sehr, sehr stark kam. Die Akustik ist mit Hall, wird hier geschrieben, müsste eigentlich nicht sein. Also ich gehe mal ein bisschen näher nochmal ran ans Telefon. Ich sitze nicht in einer Musikerkabine oder so, wo alles abgeschaltet ist, sondern tatsächlich, es ist das Bernsteinzimmer. Das ist ein bisschen größer, kann man sich ja so vorstellen. Seit 1983 ging es dann weiter mit dem Personalcomputer von IBM und das war dann der Startschuss für den Erfolg, den hier Intel auch mit den Umsätzen machte und mit den Mikroprozessoren fing alles an und die Fertigung ist ja mittlerweile so automatisiert, dass das meiste von Maschinen gefertigt wird und nur noch das Personal die Maschinen überwacht. Also so wie man das aus dem ersten Bild hier vielleicht noch sah mit einem Lötkolben und einem Heizdraht, so ist das tatsächlich nicht mehr, sondern man hat hier auch in mehreren Standorten die Automatisierung ganz, ganz hoch aufgehangen. Das erlaubt natürlich auch, rund um die Uhr zu produzieren und das erlaubt auch, dann in Sachen Feinstaub ganz, ganz kleine Chips herzustellen, die im luftleeren Raum, also quasi unter Vakuum von Maschinen gefertigt werden, wo also nicht, wenn mal der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin einen Husten hat oder ein Haar verliert, dann sofort der Chip nicht mehr seine Leistung vollzieht. Es ist alles viel, viel komplexer geworden und man freut sich natürlich als Firma, wenn man da international auch die Standorte vor Ort hat. Vor Ort heißt dort, wo am Ende das Endprodukt gebraucht wird. Und da möchte ich eine Lanze für die Metropolregion Berlin-Brandenburg brechen, denn tatsächlich in Magdeburg soll ja die Gigafabrik des Chipherstellers Intel entstehen. Ich weiß, es gibt ganz viele Subventionen dazu, aber vielleicht ist das auch der Lauf der Zeit, dass wenn sich Unternehmen ansiedeln sollen an einem Standort, dass dann auch der Staat ein bisschen mit unter die Arme greift und sagt, wir fördern das Ganze, weil über die ganzen Multiplikatoreffekte später die Arbeitskräfte, die eingestellt werden, die Steuern zahlen und die dann später auch ihren Konsum und quasi ihre Lebens- und Wohnqualität rund um die Fabrikhalle ausführen, dann die Region das wieder zurückbekommt und der Staat am Ende auch. Also ich sehe das nicht kritisch, ich finde es sehr, sehr gut. Es gibt auch um die Ecke in Grünheide noch das Tesla-Werk, also das nochmal eine Lanze für den Norden, den Ostnorden, wie man so schön sagt, dass hier technologisch ein passiert. Was passiert bei den Bauteilen? Die sind längst nicht mehr für Bastler die neuesten Intel-Prozessoren. Die sind dann eben auch mit KI-Kernen behaftet. Und jetzt kommen wir in diese ganzen interessanten Fantasie-Regionen hinein. Was kann man mit KI alles machen? Was ist KI überhaupt? Künstliche Intelligenz? Ja, so richtig umreißen kann man es noch gar nicht, was man damit alles machen kann. Das ist im Grunde genommen maschinelles Lernen, wo der Computer selber auf Basis der Daten, die er schon hat, selber zu Erkenntnissen kommt und die nicht nur schneller auswertet, sondern auch die richtigen Schlüsse zieht. Schneller auswerten kann man sich sehr gut vorstellen in der Lohnbuchhaltung, selbst bei der Steuererklärung, Steuersoftware, dass da alles ganz schnell mit KI durchgerechnet wird und vielleicht auch am Ende eine Empfehlung kommt, da hätte man vielleicht nochmal für 500 Euro eine Haushaltshilfe ansetzen können oder das Girokonto für Warentgelt ist nicht geltend gemacht worden. Vielleicht gibt es da noch irgendwo einen Beleg und so weiter. Das kann die KI machen, das liegt schon mal auf der Hand, klar. Aber die weiteren Ergebnisse, die diese neue Welt mit sich bringt, sind ja zum Beispiel auch autonomes Fahren, sind ja auch das, zum Beispiel Dinge erledigt werden, an die man vorher noch gar nicht denkt. Also ich will jetzt nicht sagen, die Kreuzworträtsel werden hier automatisch gelöst. Das ist sicherlich kein Gamechanger für unsere Gesellschaft, aber da könnten auch wirklich neue Dinge, wie zum Beispiel in der Biotechnologie, in der Pharmazie entwickelt und geforscht werden, auf die vielleicht derjenige, der ansonsten vor den Mikroskopen sitzt, gar nicht gekommen wäre. Also die Einsatzgebiete sind vielfältig und sich da zu positionieren als Unternehmen ist schon mal wichtig und dann noch als Anlegerin auf solche Aktien zu setzen, die in den Zukunftstechnologien aktiv sind, ist aus meiner Sicht elementar, um eine optimale Performance, eine optimierte Performance, idealerweise eine bessere Performance als am Kapitalmarkt zu erzielen. Quantencomputer ist da auch ein Stichwort, da arbeiten mittlerweile immer viele Unternehmen zusammen an solchen Ideen. Das kann nicht mehr ein Unternehmen alleine stemmen, also diese typische Garagenfirma wie der Microsoft-Gründer
Bill Gates oder wie damals Steve Jobs mit Apple in der Garage mit seinem Kollegen, der dann noch seinen VW Bulli verkauft, um das Startkapital von 5000 Dollar zusammenzukriegen und dann durchzustarten. Das ist da in dem Segment gar nicht mehr möglich. Also da sind wirklich die Großen, die miteinander arbeiten und kommunizieren, die auch das Budget haben, um Entwicklungsarbeit zu leisten. Und dann sieht so ein Quantencomputer, und jetzt kann man ja nochmal den Weg gehen zum Lötkolben zurück. Ich habe den Chip jetzt leider nicht in meiner Hand gehabt, aber da würde man sehen, der passt in eine Hand. Ja, und hier passt ein Quantenprozessor, der ganz, ganz viele Milliarden Rechenleistung in der Sekunde ausführt, nicht mal mehr auf eine Fingerspitze. Man sieht den kaum. Also ich möchte den auch nicht in der Hosentasche haben rumtragen. Erstens viel zu teuer, die Dinger, ja, also wenn der verloren geht, auweia. Und zweitens, man findet ihn ja vielleicht dann gar nicht wieder. Weiß nicht, wie aufgeräumt ansonsten die Geldbörsen und Hosentaschen aussehen. Aber die großen Firmen, die zusammenarbeiten, die kennt man. Ja, also das ist auch eine Microsoft. Das ist ja momentan mit Apple, da ist im Moment das Ranking auf gleicher Höhe, der wertvollste Konzern der Welt. Knapp 3 Billionen US-Dollar ist die Firma wert. Apple dann logischerweise auch, wenn die auf Augenhöhe sind. Und Microsoft nutzt Intel-Rechner. Ja, das ist nichts Neues, aber neu ist das für die neuen Geräte, für die Surfaces, also diese tragbaren Tablets, die man auch als Laptop nehmen kann oder verwechseln kann. Laptop mit einer Touch-Oberfläche für den Bildschirm, wie auch immer man es ausdrückt. Also die Arbeitsgeräte für ganz viele von uns am täglichen Schreibtisch oder im Homeoffice oder in der Freizeit, die werden dann auch mit den Intel-Chips ausgestattet. Und nicht nur das. Intel geht auch noch einen Schritt weiter in den Smartphone-Markt hinein. Also wenn ich mir die alten Smartphones anschaue, ich habe mal hier eins mitgebracht, das ist tatsächlich von, na man sieht es bestimmt, von Nokia. Noch ein schönes, insgesamt 2 Megapixel kann die Kamera, aber ansonsten SMS und das war es auch schon. Also Internet kann man vergessen, die neuen sehen dann halt dann doch ein bisschen stylischer aus und können tatsächlich viel, viel, viel mehr, auch in ganz kurzer Zeit. Dafür braucht es eben die Chips. 100 Gigabit pro Sekunde Datenvolumen können hier hin und her verschickt werden. Das heißt auch für das Livestreaming in HD nutzbar und ganz viele, nicht nur Hollywood-Studios, sondern andere Filmproduzenten nutzen mittlerweile auch Smartphone-Technologien oder Smartphones an sich, anstatt sich eine teure Weitwinkelkamera hinzustellen oder Übertragungswagen und so weiter. Das kann man alles hier mitnehmen. Und dieser Vorlauf an Technologie, den man hatte in den letzten fast 50 Jahren, den immer weiter auszubauen, das ist eben auch was, was sich im Geschäftserfolg widerspiegelt. Ich habe mal die Daten hier mitgebracht bis 2021, nur mal um so einen kleinen Auszug zu zeigen, wie auch der Umsatz und der Gewinn hier nach oben läuft. Und da sieht man auch, wenn man ganz genau hinschaut, bei einem Gewinn in Milliarden Dollar, um die 20 Milliarden war dann erstmal Ende. Also Intel war auch gezwungen, sich so ein bisschen neu zu erfinden. Das Thema KI, Quantencomputer und für Smartphones Chips herzustellen, das ist nicht quasi on the fly entstanden in der Firmenhistorie, sondern das war auch so ein bisschen eine Zwangsmaßnahme, sich neu zu erfinden, weil die Konkurrenz schläft ja nicht. Die ganzen anderen Firmen, wie zum Beispiel eine Nvidia, kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Die haben ja auch Produkte und die ziehen am Ende ja an so einem Wettbewerber auch relativ schnell vorbei. Oder Apple, Microsoft ist das beste Beispiel. In der Anfangsgeschichte von Apple hat Microsoft sogar nochmal eine Anleihe begangen oder beziehungsweise Geld geborgt dem Steve Jobs, damit das Unternehmen überhaupt überleben kann und nicht bankrott geht. Und dann über die letzten Jahre war die Marktkapitalisierung von Apple größer als die von Microsoft. Also man hat quasi jemanden auf die Beine geholfen, der am Ende wettbewerbstechnisch an einem vorbeigezogen ist, vom Umsatz und von der Börsenbewertung und jetzt wieder auf Augenhöhe. Also das ist immer ein Auf und Ab und genau diese Schwellen, wann es mal aufwärts geht mit einer Aktie, die wollen wir ja rausfinden und da geht kein Weg erstmal an der Fundamentalanalyse vorbei und dann später in die Chartanalyse hinein. Also beeindruckende KI-Vorteile, die halt Intel jetzt mitbringt, das ist für viele neu. Da hatte man Intel gar nicht als Wettbewerber hier mit auf der Agenda und da liefert Intel nicht nur die Hardware, sondern mittlerweile auch die Software dazu. Denn diese KI-Projekte, die sind natürlich abgestimmt auf die jeweilige Branche. Also da kauft man nicht im Saturn oder Mediamarkt, ich will jetzt keinen hervorheben, einen KI-Chip ein und steckt den in den Computer rein oder in irgend so einen Slot wie einen USB-Stick. Und los geht's mit der KI. Nein, die muss abgestimmt sein, die muss programmiert sein. Da gibt es Software, Software as a Service. Viele Unternehmen haben sich das auf die Fahnen geschrieben, ob das jetzt eine deutsche SAP ist, die übrigens gestern bahnbrechende Quartalszahlen gemeldet hatten, auf Allzeithoch notiert, oder die Salesforce in den USA im Dow Jones.
letztes Jahr der Gewinner im Dow Jones mit einer Performance von 99% im Kalenderjahr. Die bieten eben nur die Software an und jetzt versuchen eben auch die Hardwarehersteller die Software gleich mitzuliefern, weil das eben eine riesen Gewinnmarge am Ende hat. Wenn man sich hier einen Überblick verschafft, da ist Samsung, ich hatte es eingangs gezeigt, von den Umsätzen her der Marktführer, aber da ziehen andere auf. Und Intel ist nah dran am Samsung, war auch viele Jahre vor Samsung, ist jetzt ein bisschen zurückgefallen, aber da kommen auch andere mit rein. Da kommen eine Qualcomm rein, eine Micron Technology, Texas Instruments, eine Nvidia noch relativ klein hier in der Grafik zu sehen, aber trotzdem vorhanden, eine AMD und selbst eine Apple. Warum Apple? Weil man eben bei den Halbleiterumsätzen auch dazu übergegangen ist, seitens der Hersteller des Endproduktes in der Wertschöpfungskette ein Stück zurückzugehen und zu sagen, ich möchte aber die Chips auch selber herstellen. Apple hat in ganz vielen Produkten auf eigene Chips umgestellt. Also eigentlich, ich erkläre das nachher gerne nochmal am Beispiel, heißt nicht, dass es eine Apple-Produktionshalle gibt, wo ein Apple-Chip hergestellt wird. Nein, um Gottes Willen, es geht darum, dass man den Auftrag vergibt und ein Chiphersteller im Auftrag von Apple nach den Bauplänen von Apple die Chips herstellt. Und diesen Weg ist Intel bisher noch nicht gegangen und das könnte auch der Grund sein, warum die Aktie nicht so stark performt hat wie vielleicht die anderen, die auch Aufträge von außen annehmen können. Denn es ist am Ende auch eine Imagefrage, ja, also so eine Intel wirbt ja auch damit und da kennt sicherlich jeder die Werbespots, wenn dann gesagt wird am Ende, ich kann den Ton jetzt nicht nachmachen, ich will auch keine Videos einfahren, sondern da wird gesagt, Intel Inside, ja, also es ist immer ein Intel-Chip. Am Ende verbindet man immer Intel und auch wenn es ein Microsoft-Gerät ist, es ist ein Intel-Chip drin und das möchten manche Hersteller nicht, das möchte Apple zum Beispiel nicht und sagt, wir haben ein Apple-Gerät und da ist eben ein Chip drin. Ob der dann von Intel gebaut wurde oder von einer anderen Firma, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Und da möchte Intel eben hinkommen, dass genau diese Kundenklientel, also eine Apple zum Beispiel, kommt und sagt, wir lassen die Chips für unsere Smartphones und iPads bei euch herstellen, wenn kein Intel mehr draufsteht. Ist es ja unser Chip, ist es ja unser Bauplan. Das konnte bisher Intel noch nicht, weil alles unter dem Intel Firmenmantel auch gelabelt war. Und jetzt möchte Apple mit Aurora heißt das Ganze, der Supercomputer ist abgeschlossen, das Projekt im nächsten Schritt dahingehen, dass sie sagen, wir stellen auch quasi nicht als White Label, sondern man nennt dann ein anderes Wort, bringe ich nachher gleich noch mit rein, Chips für Aufträge her, also für Auftragsherstellungen und hat dadurch nochmal einen enormen Umsatzschub. Ja, die Not, sich selbst zu finden, sieht man auch bei den Jahreszahlen, die Intel Corporation, die war tatsächlich oder läuft tatsächlich auf den Weg hin, in die Verlustzone zu kommen. Die Margen sind erodiert, muss man sagen. Nach Corona, der Corona-Zeit, waren sie noch recht hoch. Da hatten viele Firmen umgestellt für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Homeoffice. Da wurde nochmal investiert in Technik. Es wurden ja auch viele Prozesse einfach ins Internet verlagert, die vorher stationär stattgefunden haben. Also denkt man nur dran, dass jeder kleine Tante-Emma-Laden ja am Ende auch eine Homepage hatte, wo man sich die Produkte bestellen konnte. Jeder Friseursalon möchte irgendwann auch eine Homepage und so weiter. Also IT ist einfach ein Riesenthema da gewesen und danach fehlten so ein bisschen die Anschlussinvestitionen. Und man hat tatsächlich bei Intel verpasst, auf diese neuen Wege aufzuspringen, auf diese neuen Themen wie künstliche Intelligenz und so weiter. Kriegt aber jetzt meines Erachtens die Kurve. Und ich schaue mir gerne die Bilanzdaten hier an, also nach dem Umsatz beim Rücklauf 2022, 2023 gibt man wieder Gas, dann 2024, das aktuelle Jahr, soll gut aussehen, soll auch von der Umsatzrendite, das ist die vierte Zeile hier, eine Verdopplung mit sich bringen und das schlägt sich dann auch positiv auf den Gewinn mit, also 2023 fürs Gesamtjahr, die Zahlen liegen aktuell noch nicht vor, fürs Gesamtjahr rechnet man mit einem kleinen Minus 213 Millionen und das soll dann 2024 umschwenken in 3,7 Milliarden Gewinn. Also klingt das nicht nach einer Turnaround-Story? Ich finde schon. Und man kann sich natürlich die Bewertung hier auch ansehen. Und logisch, bei 2023 bei einem Minus, da wird kein positives KGV sein, weil es ja auch keinen Gewinn gibt. KGV, Kurs-Gewinn-Verhältnis, kein Gewinn, kein KGV auszurechnen. Division durch negativ ist negativ. Und 2024 dann ein KGV von 54. Das klingt erstmal im historischen Verlauf
sehr, sehr mies, aber, oder sehr, sehr hoch, um es mal vornehm auszudrücken. Aber man muss ja auch hier beipflichten, dass diese Werke, wie ich es eingangs sagte, also neue Standorte erschlossen werden. Das wird gebaut, dann müssen die Maschinen gekauft werden, alles Investitionen. Danach kommen die Aufträge rein, so wird das prognostiziert. Und wenn die Aufträge abgeschlossen sind, dann fließt ja das Geld, dann kommen die Umsätze. Und bis dahin wird dann so eine Aktie erstens stärker gefragt sein, wenn man weiß, die sind ausgelastet, die Fabriken, und am Ende der Produktionskette kommt ja der Verkauf und dann rollt auch das Geld und die Gewinnmargen, ja, die man jetzt schon festlegt, übrigens, die Gewinnmargen, und dann fließt erst das Geld und dann wird so ein KGV, wenn man das noch weiter nach vorne transportieren würde, bei einem gleichbleibenden Aktienkurs wohlgemerkt rapide sinken. Und davor zeitig dabei zu sein und frühzeitig positioniert zu sein, macht da Sinn. Wir schauen mal auf die Performance, denn das interessiert uns ja an der Börse immer mit am meisten. Was hat denn die Intel-Aktie hier gezeigt? Und da sind wir auf Sicht eines laufenden Jahres noch gar nicht weit bewegt. Im letzten Jahr übrigens, oder ein Jahr zurückgerechnet, ab heute 64%. Das kann sich sehen lassen, nicht nur sehen lassen, das ist tatsächlich eine Performance, die ist stärker als der Nasdaq. Beim Nasdaq, beim Technologieindex, 100 Technologiewerte enthalten, dachte man im letzten Jahr, wow, plus 53% in einem Jahr, ein Index. Wann hat der das das letzte Mal gemacht? Ich muss da auch zurückdenken. Ja, die letzten Jahre ist mir das nicht eingefallen. 2003, tatsächlich ein 20-Jahres-Performance-Highlight war das letzten Endes vom Nasdaq, das er geschafft hat. Und die 53%. Das sind wenige Aktien, vielleicht eine Handvoll, die drüber lagen. Intel gehört dazu. 64% auf längere Sicht, weil es davor die Durststrecke gab. Aber hat der Anleger noch nicht so die Mega-Freude gehabt, denn auf 3 Jahre minus 13%, auf 5 Jahre plus minus null, wer ganz langfristig anlegt in Aktien, 10 Jahre, der hat eine Kursverdopplung, was auch okay ist. Also im Vergleich zu meiner Nachbarin Oma Ilse, ja, also Sparbuch vielleicht und so, will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich habe sie nicht interviewt dazu, aber man geht ja bei vielen davon aus, die sich mit Aktien nicht befasst haben, dass sie dann auch sich schon über 2 oder 3% Zinsen freuen, ohne zu wissen, dass die Inflation die Zinsen quasi ausradiert. Und da sind dann 100% auf 10 Jahre durchaus auch attraktiv. Das sind die Vergangenheitswerte. Wir wollen natürlich in die Zukunft blicken und da helfen immer mal die Analysten mir zumindest weiter. Ich kann auch was übersehen bei meinem Research und es ist immer besser, noch eine zweite oder dritte Meinung einzuholen. Nicht nur, wenn es um einen Zahnersatz geht oder irgendwas, eine ärztliche Story, sondern auch bei den Aktieneinschätzungen. Und da ist die Mehrheit der Analysten, vor allem nach dem Run, den wir gesehen haben, erstmal auf einem Kauflevel verortet. Und das wollen wir uns genau anschauen, ob das wirklich noch das Kauflevel ist oder nicht. Und dazu teile ich jetzt als nächstes mal den Bildschirm, wo man auch die Chartanalyse drin vollzieht. Und da entscheide ich mich immer sehr, sehr gerne für Stock 3. Müsste jetzt das Fenster eingeblendet sein. So, noch einen Monitor rüberspringen. Ja, müsste man sehen. Und ich schalte hier mal um und dann das auch zu sehen. Und da gebe ich mal die Intel auf alle Fälle ein, die Intel Corporation. So, oben im Fenster. Ich beobachte immer die ganzen Märkte auf einmal und habe jetzt hier die Intel im Blickfeld Chart. Und du siehst schon, dass ich hier schon ein bisschen was eingezeichnet habe, nämlich eine ehemalige Unterstützungszone, die dann, deswegen rot eingezeichnet, von oben kommend den Kurs öfters mal, also erst war es eine Unterstützungszone, da war sie grün und dann eine Widerstandszone, weil der Kurs von unten rankam. Und die hat tatsächlich seit Januar 2018, ja, bis in den Sommer 2023 hinein gehalten und die Aktie, ja, für Käufer attraktiv gemacht, die technisch an so einer Zone kaufen wollten. Aber danach gab es einen weiteren Abschwung und die Tiefpunkte, die wir dann gesehen haben, die reichen tatsächlich bis zu 2015 zurück. Also im Grunde genommen die ganzen Gewinne, die das Unternehmen genutzt hat, um was weiterzuentwickeln, die waren seitens des Aktienkurses zumindest wieder ausradiert. Ein Anleger, der 2015 hier im Tief gekauft hatte im August, der stand im letzten Jahr, Anfang des letzten Jahres, mit plus minus null da. Und das war wirklich frustrierend für viele, aber das bietet ja auch eine Chance. Ja, wenn so ein Wert fundamental sich wieder neu erfindet und gut aufstellt, dann sieht man ja wie hier, dass der Kurs auch sehr, sehr zügig wieder nach oben laufen kann.
kann und dass man dann alte Unterstützung zurückerobert. Und mittlerweile, ich meine, das ist ein Aufschwung von $25 auf $50, eine Verdopplung innerhalb von 1,5 Jahren mit sich gebracht hat. Das sieht schon sehr, sehr gut aus. Jetzt ist die Frage, wie geht das Ganze weiter? Und da versuche ich mich immer an Trends zu halten, die sich schon etabliert haben. Das heißt, ich würde hier die Tiefpunkte verbinden, habe hier einen Aufwärtstrend in der mittelfristigen Sicht und habe dann in der kurzfristigen Sicht ebenfalls einen Aufwärtstrend. Und an dieser Linie, solange wir über dieser Linie notieren, ist die Aktie für mich auch kaufenswert, weil man nämlich an dieser Linie seine Stops verankern kann und dann auch sagen kann, sobald die Linie durchbrochen wird, gehe ich raus aus der Aktie und schaue nochmal, was macht die Aktie an der nächsten Unterstützungszone. Die liegt dann um die 42 Euro verankert. Also Dollar ist das hier, das Ganze. Nein, Euro, ich habe schon, nein, Dollar, Nasdaq, ich habe den Nasdaq-Chart genommen. Jetzt haben wir es hin, her, Dollar war es am Ende. Genau, das würde ich zur Intel-Aktie erst einmal hier anfügen. Es gibt natürlich extrem viele Produkte, um, wenn die Aktie vielleicht zu langweilig erscheint von der Performance, auch da noch einmal tiefer reinzukommen in die Materie und das Ganze hier auch zu reflektieren, zum Beispiel mit Zertifikaten. Da kommen wir am Ende nochmal drauf zu sprechen. Da wird der David auf alle Fälle auch nochmal zeigen, wie man die findet. Ich möchte erstmal inhaltlich noch zu einem anderen Wert kommen, auf den sicherlich viele warten heute, die Nvidia. Das war tatsächlich die am stärksten entwickelte Aktie, die wir gesehen hatten in dem letzten Jahr im Nasdaq 200 und ich glaube 50, 200, also über 200%. Wahnsinn, was da für eine Performance anstand. Warum eigentlich? Weil die den Nerv der Zeit trafen mit ihren Chips, die für die Produkte, die halt für die Zukunft ausgelegt sind, benötigt werden. Und zwar dringend benötigt. Man kommt gar nicht drum rum. Ja, das ist so ähnlich wie ein Getränkeverkäufer in der Wüste. Kannst du auch alles Mögliche verkaufen. Ja, also Wasser ist wahrscheinlich dann noch das preiswerteste, aber du könntest auch ein alkoholfreies Bier verkaufen, eine Fanta Cola Sprite, ich will die nicht alle durchnennen, eine Bionade, da wird dir alles abgenommen. Und das ist gerade im KI-Bereich der Fall, weil es noch nicht genügend Hersteller und auch die Hersteller noch nicht genügend Kapazitäten haben, den Bedarf zu decken, sind die Preise entsprechend hoch, Angebot, Nachfrage. Also da geht es, wie ich eingangs schon einmal erwähnt hatte, um Gesundheitswesen, Biowissenschaften, die ganze Forschung und Entwicklung, da geht es um autonomes Fahren oder wir müssen nicht mal aufs autonome Fahren gehen, wenn man selber das Fahrzeug nicht mehr steuert. Für viele Menschen ist das befremdlich. Ob das überhaupt in Deutschland kommt, ist auch nochmal dahingestellt. Es gibt Testballons in den USA, wo das wohl funktioniert mit einer sehr, sehr sicheren Quote. Aber ob das weltweit kommt, sei mal dahingestellt. Auf alle Fälle weiß jeder, der ein neueres Fahrzeug fährt oder schon mal drin gesessen hat, dass da ganz viel mit Chips verarbeitet wurde. Also ob das das automatische Abblendlicht ist, der Regensensor, der Scheibenwischer, der sich dann auf die Regenkapazität einstellt, mal schnell, mal langsam, oder eben auch adaptives Kurvenlicht, Reifendruckkontrolle oder was auch immer, Entertainment-Paket, Siri ist immer an Bord und so weiter. Neuronale Graphennetze gibt es hier, da geht es auch in Richtung Medikamentenherstellung und noch das Thema Kommunikationsnetzwerke und vor allem die Stadtbilder, also Wireless-Standorte, Komplexität, Smart Cities ist dann nochmal ein Punkt, der, denke ich mal, global in den nächsten Jahren und Jahrzehnten richtig zum Tragen kommt. Also wo kann Energie gespeichert werden, wo kann Energie gespart werden, welche Straßenlaternen, ich denke mir jetzt mal was aus, ja, wenn bei mir zum Beispiel sehe ich oftmals, dass die Straßenlaterne nach einer bestimmten Uhrzeit ausgeht und im Winter, mich ärgert das ein bisschen, das ist auch Stromverschwendung, es bewegt sich nichts auf der Straße, nicht mal der Fuchs. Ja, und die Straßenlaternen brennen bis 23 Uhr, weil die Stadt Potsdam eben sagt, 23 Uhr wird der Hebel umgelegt. Wenn da irgendwo ein KI-Chip oder irgendwas ist und es bewegt sich nichts auf der Straße, kann man doch das Licht ausmachen. Also ich brauche es tatsächlich nicht. Es nervt mir ja sogar, wenn es ins Schlafzimmer reinschaltet. Aber da hat ja jeder so seine privaten Erlebnisse. Das sind Einsatzgebiete, wo solche Chips zum Einsatz kommen. Und Nvidia ist in allen Bereichen dabei, Finanzdienstleistungen, zum Beispiel auch Smart Cities hatte ich schon genannt, aber auch Cybersicherheit, da möchte ja niemand quasi jede eingehende E-Mail erstmal durch einen Scanner jagen. Das muss alles automatisiert geschehen, am besten schon, bevor die E-Mail den Computer erreicht. Genauso der Datentraffic zwischen den Browserfenstern und wenn man was ordert, sowieso soll alles sicher sein, Consumer Internet. Ich möchte auch, wenn ich was bestelle, meine Zahlungsdaten nicht in die Welt hinaus spreaden. Ja, wir kennen Nvidia sicherlich von den Laptops, auch das, diese Kombination aus, man hat ein Bauteil in einem Endgerät und das Endgerät selbst ist hier stark vertreten, da
machen viele Hersteller Werbung nicht mit ihrem eigenen Gerät, sondern sagen, das ist ein Laptop einfach, ja, die Oberbezeichnung mit einem Nvidia-Chip. Und das Hauptaugenmerk liegt bei vielen Konsumenten dann, ah, Nvidia-Chip habe ich schon mal gehört, super schnell, super toll unter Gamern verbreitet, kaufen wir. Ja, also das ist auch dann Verkaufsargument und nicht mehr der Umsatztreiber Nummer eins. Mittlerweile, also von der Marge her, auch sehr, sehr abgeflacht. Ich habe das mal von den Chips gegenübergestellt, von Intel, AMD, Nvidia, wieder die Marktanteile hin und her schwanken. AMD, der kleinere Platz, Hirsch, Nvidia kommt bei Grafikkarten ganz, ganz vorne und da kommen die anderen einfach auch nicht hinterher. Und das übrigens global. Also gerade nach der Corona-Pandemie, da waren die Wachstumsraten exorbitant, ja, von Nvidia. Also in Taiwan 88%, China 82%, USA sogar 35%. Das ist schon Wahnsinn. Und wenn man die Hintergründe nochmal aufrollt, wie die Firma groß geworden ist, erst 1995 mit einer Grafikkarte, so wie auch in den Laptops, in vielen Laptops verbaut ist oder in Gaming-PCs, die keiner haben wollte. Ja, muss man auch mal wissen. Und dranbleiben war da das Motto, ist ja für viele entsprechende Selbstständige oder Unternehmen immer so ein Thema, scheitere ich und gebe ich auf. Oder modifiziere ich was? Oder ist die Zeit noch nicht gekommen für das Produkt? Nvidia ist dran geblieben, hat sich 1999 an der Nasdaq listen lassen und hatte damals 10 Millionen Chips verkauft. Naja, klingt für die heutigen Verhältnisse eher nach einem Monatsumsatz, aber im Februar 2002 waren es dann schon 100 Millionen tatsächlich. Und dann kam ja auch irgendwann das Thema Mining auf. Kryptowährungen, die mussten ja mit ganz komplizierten Rechenoperationen, das Mining, werden neue Bitcoins geschaffen. Ja, ein Riesenbusiness gewesen, auch jetzt wieder ein Business, weil nämlich der Bitcoin-Preis so stark gestiegen ist im letzten Jahr. Und dann lohnt sich das Minen auch wieder. Wie es so schön heißt. Und dafür braucht eben Technik und Nvidia-Chips, die waren teilweise über Monate komplett ausverkauft, weil der Markt leergefegt war von den Bitcoin-Schürfern, von den Krypto-Fans und so weiter. Das Thema KI kam seit einem Jahr dazu und das hat nochmal einen richtigen Wachstumsschub gebracht. Über die Einsatzmöglichkeiten hatte ich schon gesprochen und so sehen tatsächlich moderne Autos aus. Also wenn man so eine Now, Cloud, Gaming und so weiter ins Fahrzeug hängt, dann können die Kids oder Mitfahrer in den hinteren Reihen quasi an ihrem Monitor machen, was sie wollen, ohne den Fahrer zu beeinträchtigen. Und vorne kann auch geschehen, was will. Und das ist ja gerade, wenn ich mich da wiederum an meine Kindheit erinnere. Wie hat mein Vater immer im Auto ein bisschen abgelästert, wenn ich mein Hörspiel oder meine Musik hören wollte, ja, also weil das einfach nicht sein Musikgeschmack war. Er wollte dann irgendwas mit Beat hören, irgendwas zum Beispiel Beatles, ja, aus seiner Jugend, ja, und ich wollte eben Modern Talking hören. Also so ungefähr, da muss man sich nicht mehr streiten. Das ist mittlerweile hier sehr, sehr individuell. Dafür braucht es eben auch Chips. Es gibt da auch starke Kooperationen, diesmal nicht mit einem Laptop-Hersteller, sondern tatsächlich. Wir bleiben mal beim autonomen Fahren, um mal ein paar Kooperationen zu nennen. Ich könnte eine ganze Stunde über Nvidia referieren, aber ich will es kurz halten und wir bleiben beim Thema Fahren. Autonomes Fahren, intelligentes Fahren heißt es ja auch mit BYD, dem großen chinesischen Hersteller, der übrigens von den Absatzzahlen jetzt an Tesla vorbeigezogen ist. Ja, also das muss man auch mal sich vor Augen halten. Da gibt es eine dicke Zusammenarbeit und selbst in Deutschland gibt es eine große Zusammenarbeit mit Mercedes-Benz. Spätestens den Autohersteller, den kennt jeder. Auch außerhalb von Stuttgart ist das bekannt. Und da hat der Nvidia-Chef tatsächlich die Lorbeeren einmal nach Deutschland weitergereicht und gesagt, Mercedes wird die wertvollste Luxusmarke des Planeten werden. Jens Yuan hat das gesagt, wirklich. Naja, ich bin gespannt. Auf alle Fälle ist es so, dass die Bereiche, und das ist das Interessante, warum man das, bringt das nochmal mit aktuellen Zahlen mit, so diversifiziert im Wachstum angehen kann. Gaming, die Grafikkarten 46% immer noch von den Nettoumsätzen. Datenspeicherung nimmt extrem zu. Also das ganze Cloud Computing muss ja auch serverseitig verarbeitet werden. Professionelle Visualisierung, das ist dann nochmal für die ganzen Grafikstudios und so weiter. Die Hightech-Chips, Automotive noch klein, aber das hat richtig Wachstumspotenzial und sonstiges. Da ist das KI-Thema mit drin. Und das ist eben noch klein, aber da liegt richtig Geld drauf. Der preiswerteste Nvidia-Chip, der kostet so viel wie ein Einfamilienhaus. Ja, also es ist auch so ein Klotz, den gibt es auch nicht im Mediamarkt oder so. Der wird wirklich angeliefert und den stellen sich dann eben zum Beispiel Hoster hin, also E-Mail-Hoster oder Cloud-Service-Anbieter. Also Kunden sind eine Amazon zum Beispiel, aber auch eine Microsoft, gibt es auch Cloud Computing, auch eine Apple, die dann eben auf solche großen Maschinen setzen müssen. Ja, und die sorgen dann dafür,
dass es große Umsätze gibt, die zucken auch nicht mit der Wimper, wenn die Gewinnmarge dabei 30, 40 oder mehr Prozent ist, weil die brauchen das einfach, um sich selber weiterzuentwickeln. Und Nvidia, ich will nicht sagen, nutzt das aus, sondern die machen dann eben einen Preis, der akzeptiert wird und gehen dann wahrscheinlich auch bis an die Schmerzgrenze, um ihre Produkte so teuer es geht zu verkaufen. Und da kauft auch einen Mark Zuckerberg beispielsweise, die Pressemitteilung kam letzte Woche über die Ticker, über Milliarden von Dollar Nvidia AI, also künstliche Intelligenz, amerikanisch ausgedrückt, und bringt damit nicht nur Nvidia, wenn die voll sind mit Produktionskapazitäten, kann man auch ähnliche Produkte von AMD kaufen. Die Aktie könnte ich auch noch mit reinbringen, aber fehlt uns einfach die Zeit, und das sorgt eben bei diesen beiden Aktien dafür, dass sie auf ein Rekordhoch gelaufen sind. Und die Meldung an der Seite von Mark Zuckerberg bringe ich hier auch noch mal mit rein. Warum braucht er die Chips? Er möchte tatsächlich verantwortungsvoll mit der KI umgehen, also nicht quasi so wie bei Terminator, der Computer bestimmt alles und der Mensch ist nichts mehr wert, sondern es soll eine Hilfe für den Mensch sein, aber es soll menschenähnlich sein, also intellektuell soll er es schon mit einem Mensch aufnehmen. Frage ich mich natürlich, mit welchem intellektuell, da geht ja auch der IQ von bis. Aber in die Richtung soll es auf alle Fälle gehen, dass man vielleicht auch, wenn wir alt sind und im Altersheim sitzen, sich mit einer künstlichen Intelligenz austauschen und unterhalten kann. Ganz menschenähnlich, wer weiß, wo wir da landen. Das hat für Nvidia auf alle Fälle in Summe dazu geführt, dass die Umsätze sich mal locker nicht nur verdoppeln, verdreifachen zwischenzeitlich, ja, von Jahr zu Jahr, und dann auch der Gewinn ordentlich mithalten kann. Und bei der Bilanz sieht man hier, dass der Umsatz im Jahr 2020 noch bei 10 Milliarden angesiedelt war und dann jetzt 2025 bei 91 liegen soll. Betriebsergebnis steigt auch stetig und die Umsatzrendite soll in diesem Jahr schon bei knapp 60% sein. Eine Umsatzrendite von 60%. Wow, und noch weiter steigen. Das ist schon Wahnsinn, und das ist auch der Grund bei einer Nettomarge von 47% in diesem Jahr, warum auf diese Aktie so viele quasi aufspringen, im Sinne von den Trend mitnehmen möchten, auch wenn sie ihn nicht am Anfang erkannt haben, sondern zwischenzeitlich immer versuchen, im Rücksetzer einzusteigen. Deswegen sind alle Performance-Kennzahlen, die ich jetzt hier aufgelistet habe, grün. Ja, eine Woche, aktueller Monat, ein Monat, 3 Jahre, 6 Monate, laufendes Jahr, allein in diesem laufenden Jahr 20%. Man muss sich das mal vom Gegenwert vor Augen halten, was das bedeutet. Das entspricht einer Marktkapitalisierung von Coca-Cola, die allein in diesem Jahr dazu kam bei Nvidia. Wahnsinn. Also da, ja, 10 Jahre brauche ich gar nicht ins Schwärmen kommen. 14.785%. Was da passiert wäre, kannst du dir selber ausrechnen, damals vor 10 Jahren, wenn du da 10.000 Euro investiert hättest. Also ja, Chapeau, wer es getan hat und heute noch dabei ist. Der Marktwert, die Bewertung, die ist gar nicht mal so hoch. Und das ist auch der Grund, warum viele Analysten sagen, die Aktie, die muss man kaufen. Ja, weitere Kursziele, das höchste Kursziel ist jetzt noch 80% weg. Ja, da wären Kursziele von 700, 800. Das höchste Kursziel, was ich gelesen hatte, war tatsächlich 1.100 US-Dollar. Und das wäre ja fast eine Kursverdopplung. Letzte Woche war es noch eine Kursverdopplung, jetzt fast eine Kursverdopplung, so schnell wie die Aktie steigt. Und warum sagen das die Analysten? Nicht, weil sie den Zug verpasst haben, sondern weil von der Bewertung her noch Luft ist. Bei so einer hohen Nettomarge ist das KGV 2024 bei 53. Und das ist doch dasselbe KGV wie bei einer Intel. Ja, aber die Intel, die hat eben nicht so eine starke, jetzt kommen wir nochmal auf die Intel rüber bei der Bewertung, die hat 2024 das KGV von 54, aber die hat nicht so eine Gewinndynamik, und deswegen ist da auch gerechtfertigt, dass der Aktienkurs da so schnell gestiegen ist. Und das möchten wir uns gerne auch nochmal im Aktienkurs anschauen. Das heißt, ich teile nochmal mein Chartbild, um die Nvidia hier ins Bild zu halten. Müsste jetzt kommen, dieses Fenster teilen. Genau, das wollen wir tun. Und da müsste es auch zu sehen sein. Und dann rufen wir uns die Nvidia einmal auf. Und die hat tatsächlich, muss ich nicht die WKN auswendig lernen. Das geht bei vielen Webseiten ganz intuitiv mit Suchfeldern, auch gestern wieder einen Gewinn gezeigt. Und man schaut sich mal diesen Chart an und lässt sich mal ganz kurz wirken, was da passiert ist in den letzten Monaten und Jahren. Es gab tatsächlich letztes Jahr auch immer mal einen kleinen Rücklauf, dass man sagen konnte, zum Beispiel an den Hochpunkten, die es im August gab, wenn ich mal hier die letzten Verlaufstiefs nehme, mit einem Aufwärtstrend, da konnte man vielleicht nochmal einsteigen. Ab da ging es ja nochmal dynamisch nach oben. Aber auch immer, wenn Quartalszahlen kommen, ist
scheint es einen Schub zu geben nach oben. Und ja, allein im Oktober 2022 hätte Fahrradkette man um die 115 US-Dollar in den Wert reingekommen, besten Fall. Oder wenn man sich so ein Setup wie einen Trendbruch mit der roten Linie symbolisiert raussucht, kann man dann auch auf einen sich etablierenden Trend aufspringen. Und dieser Trend, der hält halt noch an. Ich sage auch gleich meine Meinung als Trader direkt. Ich bin niemand, der dann, wenn er in so eine Aktie noch nicht investiert ist, sagt, es komme, was wolle. Ich möchte aufspringen auf diesen Zug. Ich möchte einfach dabei sein. Das ist auch dieses FOMO, heißt so schön. Fear of missing out, also Angst, was zu verpassen. Das ist bei mir überhaupt nicht ausgeprägt. Und ich glaube, das ist auch kein guter Ratgeber. Also da vielleicht auf eine Abkühlung warten, die Geschäftslage beobachten und dann kann man immer noch in Ruhe, in Anführungsstrichen, in so einen Wert einsteigen. Aber jetzt überhastet zu sagen, das hat mir gefallen von der Präsentation, das ehrt mich natürlich, aber das sollte kein Kaufgrund sein, dann kopflos und das Risiko nicht beachtend hier einzusteigen. Jetzt haben wir den Platz 4 schon ausführlich dargestellt. Platz 3 gab es auch schon. Platz 1 lassen wir aus, hatte ich begründet am Anfang, sind wir bei Platz 2. Und mal ehrlich, schreibt das gerne in den Chat mal rein. TSMC, also sagt dir das was? Hattest du das mit auf der Uhr, was man da hatte? Die Gründung der Firma 1987 ist tatsächlich in Taiwan, deswegen Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, also TSMC, nicht CM, ist mit staatlichen Mitteln entstanden, also wie es in vielen Ländern, wo die Politik nicht rein marktwirtschaftlich ist, lasse ich mich so formulieren, geschieht, wurde da auch nochmal ein Zahn zugelegt oder Kapital draufgelegt und am Ende in Taiwan eine Firma geboren, die ja, andere bei der Marktkapitalisierung und den Umsätzen überholt hat. Und zwar ist das Geheimnis, und das ist auch bei Nvidia an der Tagesordnung, ein Fabless. Konstrukt. Also man nimmt Aufträge an von anderen unter den ihren Namen. Da kommen dann am Ende AMD-Chips raus, da kommen Apple-Chips raus, Nvidia-Grafikkarten und so weiter, aber produziert. Nvidia hat keine eigenen Produktionshallen. Wird das Ganze bei TSMC. Ja, und auch eine Qualcomm ist dabei, eine Marvel Technology, eine Broadcom und so weiter. Die geben alle ihre Baupläne dann vertrauensvoll nach Taiwan, um dort ihre Chips produzieren zu lassen. Seit den 1990er Jahren ist das auch ein beeindruckendes Wachstum. Und das habe ich hier mal in Zahlen dargestellt. In den letzten 20 Jahren war das durchschnittliche Wachstum pro Jahr bei 20%, 21% sogar, 21,5%. Ich korrigiere mich nach oben. Wahnsinn, oder? Also der Umsatz, der hat noch gar keine Durststrecke erlebt. Und der Gewinn geht auch weiter. Und das Wachstum hat im Jahr 2021 auf 22 nochmal um 43% zugelegt. Also global, wohlgemerkt. Das sind die Wachstumsdaten direkt nach der Corona-Pandemie herauskommend. Das ist schon etwas, ja, Chapeau. Also ich bin von den Einsatzmöglichkeiten nach wie vor hin und weg, was dann passiert. Und da kann man eben bei Taiwan Semiconductors, wie es kurz heißt, all das anlegen, was man an Wachstumsfantasien bei den anderen Firmen, die am Ende als Label auf dem Endprodukt stehen, auch mit ansetzen. Denn die produzieren ja die Bauteile. Wenn wir nochmal zum Auto kommen, da wird der Tank alles Mögliche überwacht, Body Election Control, also fühlt man sich wohl, Massagesitze gibt es in Luxusautos und so weiter. Ich hatte schon mal ein paar Sachen hier anklingen lassen und das geht dann, wenn man in die Tiefe geht, mit Chips in alle Bauteile tatsächlich rein. Da muss ich nicht das nochmal komplett ausführen. Auch TSMC beschließt einen Bau einer Fabrik in Deutschland, übrigens in Dresden. Letztes Jahr ist das beschlossen worden. Dresden, da klingelt es vielleicht bei dir nicht wegen der Stadt, sondern weil es da schon eine Chipfabrik gibt. Infineon. Na und, macht ja nichts, ist eben noch eine Chipfabrik. Das spricht alles nochmal für den Standort und für das globale Wachstum. Und das Interessante daran ist, das soll weitergehen, das globale Wachstum. Denn da kamen die Quartalszahlen vor einer Woche über die Ticker. TSMC hat gesagt, das geht weiter aufwärts. Sie rechnen nach einer kurzen Durststrecke im ersten Quartal wieder mit richtig vollen Auftragsbüchern und dann soll es weitergehen. Also die Lagerbestände in der Chipindustrie werden noch weiter abgebaut und dann soll wieder alles neu bestellt werden und das Wachstum vom Umsatz her anziehen und dann können auch wieder die Margen anziehen. Das heißt, für die Firma ist nach oben Luft. Wir sind im vierten Quartal jetzt auf dem Stand gewesen und zwar haargenau vom vierten Quartal des Jahres 2022, haben auch da eine Umsatzrendite wie Nvidia selbst von 41,6%.
Und eine Nettomarge von 38%. Und das muss man sich mal überlegen. Nvidia bestellt bei TSMC hat eine Nettomarge auf die Produkte, die sie selber herstellen, nach dem Bauplan von Nvidia. Und Nvidia klopft nochmal eine Nettomarge drauf von über 40%, dann wird es verkauft. Und auch das Endprodukt kriegen wir ja nicht umsonst von Mark Zuckerberg und Co. Also, naja, das ist wirklich eine riesen Fertigungsstraße, wo an allen Ecken richtig, richtig gut verdient wird. Und das soll eben auch so bleiben. Da sind sich die Analysten, ähnlich wie bei Nvidia, fast alle einig, dass wir hier weiter steigende Kurse sehen. Und die Performance zeigt das nicht ganz so erfolgreich wie Nvidia, aber trotzdem auf 10 Jahre 480% und auf Sicht von ein Jahr 24%, die Aktie durchaus Potenzial hat und nicht nur Potenzial hat, sondern hier auch schon ein Stück weit gelaufen ist, aber weit nicht so lange wie die anderen Aktien, die ich eben vorgestellt habe. Wir schauen mal in das Chartbild rein und machen uns da ein Bild zu, wie die TSMC laufen könnte. Und das müsste jetzt gleich hier auch sichtbar sein. Genau, müsste der Chart sein. TSMC oder Taiwan Semiconductor kannst du da eingeben und dann siehst du gleich die Aktie, die jetzt sich über einen letzten Widerstandsbereich nach oben gearbeitet hat und über den letzten Widerstandsbereich auch vielleicht die Allzeithochs. Wir haben ja jetzt von Allzeithochs gesprochen, bei Nvidia vielleicht anpeilt. Ja, also wir sind da noch nicht so weit. Das ist noch ein Trend, wenn man so möchte, der nicht ausgereizt ist aus meiner Sicht. Ja, wo noch Potenzial besteht, der auch sehr, sehr langlaufend ist. Also wenn ich das noch mal ein bisschen hier anschiebe, stammt der tatsächlich aus dem Jahr 2019, also hat gar nichts mit Corona zu tun, der Tiefpunkt, sondern wurde davor ausgebildet. Corona hat auch den Chip-Herstellern gar nicht so viel am Ende ausgemacht, aber der Abstand ist so weit weg, dass ich den jetzt nicht als Stopp nutzen würde, sondern nach dem aktuellen Ausbruch, den wir gesehen haben, würde ich den Stopp tatsächlich unter die Gap-Kante, die kam zu den Quartalszahlen, die ich vorgetragen hatte, unter 100 setzen und dann hat man Potenzial auf der Oberseite, dass vielleicht diese Allzeithochs um die 140 angelaufen werden. Also ein positives Chance-Risiko-Verhältnis, wenn es hier hochgeht mit einem Stopp unter der Gap-Kante. So würde ich es zusammenfassen und wir haben, denke ich mal, auch noch Gelegenheit, auf einen vierten Wert zu schauen und dann auf die entsprechenden Produkte, mit denen man die Aktien auch noch mal etwas smarter handeln kann, als einfach nur die Aktie kaufen. Das ist ja dann auch zu langweilig auf Dauer. Also da ist es schon schöner. Man hat da Optionen. Option ist zum Beispiel ein Stichwort. Aber ich wollte jetzt keinen Wortwitz machen, sondern den vierten Wert reinbringen in das heutige Webinar. Der ist in der Liste der umsatzstärksten Werte nicht mit enthalten. Aber, und jetzt kommt das Aber, der heißt ARM. Der ist auch noch nicht lange an der Börse. Ja. Wir haben tatsächlich hier eine Firma, die eine Ecke kleiner ist als die anderen, aber die tatsächlich in 70% der entsprechenden Produkte verbaut ist. Auch als Auftragsfertigung dann letzten Endes die Chips, da wurden insgesamt 250 Milliarden schon verkauft und der ist in fast jedem Smartphone drin. 99% der Smartphones laufen eben mit Chips von ARM. Und mit 6.000 Angestellten ist das schon eine Riesenfirma und 50% der CPUs, der Antriebs, Chips eines Computers, eines Laptops, eines Tablets sind auch von der Firma stammend. Von wo kommt die? Advanced Wrist Machine heißt 1989 gegründet und ist tatsächlich vom Archon eine Auslagerung der Prozessorsparte, also ein Spin-off, wie es so schön heißt. Ja. Seit 2017 schreibt man das klein. Das Ganze britisch und die britische und die britische Unternehmen, japanische Softbank, genau, die haben hier federführend mit Beistand geleistet und haben da auch noch Beteiligung und weitere Prozente. Hier zum Beispiel Apple hat das ein bisschen abgebaut und so weiter. Da kommen wir gleich beim Zeichnen nochmal dazu, wie sich die anderen positionieren in Richtung Beteiligung an Chip-Unternehmen. Nippon Investment ist auch dabei und man hat hier seit 2004 noch einen Konkurrenten in den USA übernommen, wächst also nicht nur durch eigene Produkte, sondern auch durch Übernahmen, also nicht nur quasi, wie sagt man so schön, durch das Geschäftsfeld, was schon beschritten wurde, sondern kann sich hier auch rechts und links noch weitere
Dinge wie Software aneignen zum Geschäftsfeld und weiter diversifizieren. Der Börsengang war der größte des Jahres im letzten Jahr. Also vielleicht hast du das mitbekommen. Ich habe mal hier ganz kurz aufgelistet, welche Unternehmen eigentlich übernommen wurden. Also ganz viele sind da dabei. Und am Ende kam eben ein Börsengang raus vom sogenannten Chip-Designer, der eben selbst dem Softbank-Chef, der schon seit Anfang an mit an Bord war, dann einen Milliardengewinn bescherte. Durch den Börsengang, weil nämlich im Zuge des Börsenganges einzelne Anteile ja an die Börse gebracht werden mussten und da haben die Anteilseigner ein bisschen zusammengelegt, damit auch Liquidität am Markt vorhanden ist. Zum IPO, die genauen Daten kann man sicherlich im Internet dann im Nachgang sich anschauen, haben sich aber auch ganz viele Ankerinvestoren nochmal beteiligt. Eine Amazon zum Beispiel, eine Nvidia, eine Intel, eine Apple und eben auch Samsung, also das Who is Who, derjenigen, die auch Chips brauchen oder die selber Chips herstellen. Warum? Die Antwort liegt schon in dem Satz, die selber Chips herstellen. Das hatte ich ausführlich erklärt. Eine Apple und eine Intel und eine Intel jetzt erst in Zukunft, aber erstmal eine Apple und eine Nvidia, die haben ja die Auftragsproduktion auserkoren für sich. Und wenn dann die Firma Arm an der Börse notiert und man hat tatsächlich Anteile dran, ich breche es mal auf eine ganz simple Art und Weise runter, könnten die ja anrufen und sagen: Hey, wir brauchen ganz dringend Chips. Und dann sagt der Chef oder die Chefin von Arm: Ihr wisst doch, wir haben keine Kapazitäten. Ruf bitte erst wieder nächstes Jahr an. Und dann sagt der Chef von Apple oder von Nvidia: Hey, sorry, guys, wir haben 20% an euren Shares. Ey, macht doch mal was möglich, oder? Okay. Ja, und schon läuft das. Ja, also man hat den Fuß schon in der Tür, deswegen auch diese Ankeraktionäre. Und man weiß, dass es da als ein exorbitantes Wachstum gibt. Deswegen bleibt man da ein Stück weit dabei, hat noch Anteile und wenn man Anteile auf dem Weg nach oben versilbern kann, 5 Milliarden Dollar ist doch nicht schlecht für die Softbank und die Aktie hat davon auch profitiert. Also ich fasse die Kunden da nochmal zusammen. Fertigung von Lizenznehmern, also wird von den Lizenznehmern durchgeführt, genau. Und da ist eine AMD dabei, Intel, Nvidia, auch eine Infineon, ja, an Endprodukten, dann auch eine IBM mit großen Servern, eine Apple, Qualcomm, Samsung und eine Microchip Technology, eine Toshiba, auch Texas Instrument, also liest sich einmal quer durch und deswegen war der Börsengang auch, ich mache das Bild mal nach, well done, war richtig gut. Man kann auch nicht so viel aus den Bilanzen rauslesen. Ist ja noch ein junges Unternehmen, was im Vorfeld eben die Bilanzen nicht publizieren musste. Deswegen hat man noch nicht so eine Historie, ein paar Schätzungen hat man. Die Analysten sind mehrheitlich positiv und im laufenden Jahr ist da noch nichts passiert, aber in den letzten 3 Monaten. Und wenn man das Ganze hier, und da möchte ich auch nochmal den Chart, nee, den können wir uns eigentlich sparen, oder? Oder ich nehme den mal mit drauf. Komm, einmal nehmen wir den noch mit drauf, den Chart von RRM. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, damit wir da auch so übertragen. Und dann holen wir uns die ARM Holdings PLC, deswegen britisch, ist eine PLC-Firma hier mal drauf auf den Schirm und schauen danach noch, was man da für Produkte findet. Denn obwohl das Unternehmen sehr, sehr jung an der Börse ist und man sieht ja bei der Historie nach dem IPO, wie es oftmals ist, wenn Softbank und so weiter dann auch Gewinne mitnimmt, wollen sie ja auch entsprechend ja, die Aktien dann am Markt platzieren nach dem IPO. So macht man das bei einem börsengehandelten Unternehmen. Und dieser Ausgabekurs ist schon längst wieder erreicht worden. Nochmal der Rücksetzer. Man tut sich oder ich tue mir schwer, eine große Chartanalyse hier zu vollziehen mit der geringen Historie. Aber was man auf alle Fälle sagen kann, die Aktie ist volatil. Sie ist gefragt. Sie ist im Aufwärtstrend. Und das Interessante an der Firma ist zudem, dass man hier auch die Möglichkeit hat, von Anfang an bei so einer Historie mit dabei zu sein und auch dann quasi mit Produkt mit am Start zu sein, bevor vielleicht viele andere Emittenten sich Produkte ausdenken. Direkt nach dem IPO gab es ja schon Produkte auf Arm Holdings von Von Tobel. Wenn ich da mal den Ball zu dem David gleich spielen darf, zuvor vielleicht noch der Hinweis: Intel. Ich habe es ja vorhin erwähnt, da kommen die Quartalszahlen heute nachbörslich. Also da bitte mal genau hinschauen und vielleicht auch, wer noch Lust auf mehr Aktien hat, ich habe jetzt nur 4 mal rausgegriffen aus meinem Research, der darf gerne in den Browser oder auf einen Zettel einfach hier Stift nehmen, Zettel einfach mal runterschreiben, www.fit4finanzen.de, meine Homepage, Schrägstrich Aktienliste. Und dann schicke ich dir einmal die Woche eine Liste mit meinem Research zu über 200 Werte, habe ich da gescreent.
Ja, und jetzt zu David. Ihr hattet tatsächlich schon Produkte, oder? Aufsehenserregendste IPO des vergangenen Jahres und klar, immer wenn sowas dann durch die Medien geht, dann haben wir vor allem die risikoaffinen Anleger, die spekulativ unterwegs sind und da gern natürlich schnellstmöglich ein Hebelprodukt auf solche Underlyings suchen und da sind wir natürlich einer der Emittenten, die versuchen, immer diese Wünsche dann auch zu ermöglichen. Ist uns auch im Fall von Arm gelungen, hatten wir relativ zeitnah nach IPO schon Produkte am Markt. Und ich würde jetzt gerne mal auf unserer neuen Vontobel Markets Webseite zeigen, wie einfach es ist, sich so ein entsprechendes Produkt herauszusuchen. Die Webseite, da sind wir auch unheimlich stolz drauf, haben wir jetzt im Dezember vergangenen Jahres relaunched. Das ist wesentlich besser, schneller geworden, mehr Informationen zur Verfügung. Und es ist auch wirklich richtig intuitiv, wie man eben jetzt auch Produkte finden kann. Hat man hier oben dieses Suchfeld, muss man lediglich Arm, Holdings müssen wir noch angeben bei Arm, weil die drei Buchstaben sonst gibt es relativ viele Überschneidungen natürlich mit anderen Produkten, aber bei Arm Holding sehen wir schon, haben wir hier 898 Produkte. Suche ich mir jetzt noch die Wunschstruktur heraus. Zum Beispiel relativ beliebt sind Open-End-Turbos, die beliebteste Produktkategorie im deutschen Markt. Und jeder bietet von Tobel aktuell 189 Produkte drauf an. Ja, schaue ich mir im Detail dann an. Haben wir hier die Turbo-Optionsscheine Open-End. Klar, wie kann ich jetzt weiter filtern? 189 sind natürlich schon relativ viel. Ich muss ja eine Marktmeinung haben. Also entweder ich suche einen Long, einen Call eben, weil ich von steigenden Kursen ausgehe, oder eben einen Short oder einen Put, weil ich denke, die Werte von, also der Basiswert wird fallen. Kann ich hier nochmal selektieren eben zwischen Call und Put. Nehme ich jetzt mal wahllos quasi die Long-Seite und kann eben, was natürlich noch Sinn macht, nach dem Knockout eben sortieren. Und habe somit die Produkte mit relativ hohem Hebel, hätte ich jetzt in diesem Beispiel schon relativ weit oben. Bei einem Basispreis von 70,75, da habe ich natürlich nur noch einen geringen Abstand zum Knockout. Kann mir das Produkt aber dennoch mal im Detail anschauen. Das ist natürlich dementsprechend günstig, weil es mit einem relativ hohen Hebel jetzt behaftet ist. Muss man ja sagen, der Hebel, der wirkt in beide Richtungen. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Also man ist hier eben schon relativ nah am Knockout, kann es deswegen auch relativ günstig kaufen. Wenn ich jetzt sage als Anleger, okay, das ist mir jetzt vielleicht doch noch ein bisschen zu viel Risiko da drin, aber im Endeffekt ist es schon die Struktur, die ich gerne hätte. Dann gehe ich hier einfach auf den Pfeil und scroll ein bisschen nach unten oder beziehungsweise jetzt in dem Fall nach oben und kann mir jetzt auch eine Struktur mit wesentlich weniger Risiko schon anzeigen lassen. Sehe ich die aktuellen Brief- und Geldkurse, die für das Produkt gestellt werden. Habe hier unten auch die historische Entwicklung, Intraday, wie hat sich das Produkt seit einer Woche entwickelt. Sehe nochmal Abstand zum Knockout-Hebel, alles hier recht schön übersichtlich eingezeichnet. Schauen Sie einfach mal auf unserer Produktseite vorbei und so kann man eben sehen, dass man innerhalb von zwei, drei Mausklicks sich eben sein persönliches Produkt hier bei uns auf der Webseite heraussuchen kann. Das machen wir auf alle Fälle, weil, wie gesagt, auch für die Diversifikation ja gilt, dass man in einem Portfolio viele Werte repräsentieren möchte. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel eine Nvidia anschaue, Aktien kann man ja immer nur ganz zahlig kaufen. So eine Aktie kostet ja beim Kurslevel aktuell 550, 560 Euro. Und da ist ja für ein breit gefächertes Portfolio dann auch ein höherer Geldbetrag notwendig. Und gerade mit Zertifikaten kann man da noch gezielter streuen. Ja. So. Schauen wir mal. Wir haben schon 14 Uhr, Andreas. Das Ja, ging ich habe, wenn ich einmal rede, du wusstest das. Du wusstest das. schnell. Nicht zu stoppen. Nee, hat mir super Spaß gemacht mit dir. Dankeschön. Schreit auf jeden Fall nach einer Wiederholung, würde ich sagen, oder? Ja, gerne. Wenn wir das nächsten Monat, wieder letzter Donnerstag im Monat, wiederholen, bringe ich wieder eine coole Branche mit und dann knien wir uns noch mal ein bisschen tiefer in die Einzeltitel rein. Und wenn jeder hier was mitgenommen hat,
Und wenn es einfach nur Unterhaltung ist und wie er als Anregung für sein Portfolio vorgehen kann, müssen ja nicht die Werte sein, die wir besprochen haben, dann haben wir Ja. unser Ziel doch erfüllt. Super, finde ich auch so. Freue ich mich schon auf nächsten Donnerstag, nicht nächsten Donnerstag, Donnerstag nächsten Monat, der letzte, genau zwischen 13 und 14 Uhr. Wir haben jetzt leider gar keine Zeit mehr, die Fragen im Nachgang zu beantworten. Würde ich vorschlagen, wir versuchen das dann nochmal per E-Mail, beziehungsweise gehen dann beim nächsten Termin drauf ein. Machen wir gerne, freue ich mich. So machen wir das. Dann danke ich dir vielmals, danke unseren Zuschauern und wünsche allen noch einen schönen Resttag. Ebenso. Bis dann. Tschüss. Mach's gut.